Ja, willkommen zurück zu Bryfront hier. Es gibt erstmal zwei Neuigkeiten. Und zwar sind die Frontier Hunter Rewards da. Die könnt ihr euch dann hier im Grenzjäger abholen. Bei mir ist Sphärenfrosch, Himmelsauge, Hoffnungsstein und Tesla. Ja, dann. Das müsste jetzt dann Rang 31 sein, genau. Holt euch das auf jeden Fall ab. Bis Sonntag könnt ihr die abholen. Ah, Tesla da. Oh, und die zweite Neuigkeit ist der Trial. Der Yggdrasil-Trial wurde verschoben. Da ist wohl irgendwas nicht ganz richtig. Da gibt es technische Probleme und bei manchen würde es laufen, bei manchen würde es nicht laufen. Deswegen haben sie es jetzt ganz einfach für alle verschoben, um die Fehler noch zu beheben, damit es nicht buggy kommt. Ist okay. Wäre zwar nicht schlecht, jetzt noch ein Trial zu tun zu haben, aber dann eben nicht. Wir haben den. Ja, die Vorstellung quasi für die Einheiten, die jetzt diese Woche oder nächste Woche dann im Raid-Up sein werden. Und zwar haben wir die Infos vom Stier endlich heute erhalten. Das Bild seht ihr schon hier rechts. Hier an der Seite, das ist Stier. Der bleibt da auch. Der wird dann auch im Trupp aufgenommen. Und zwar haben wir bei ihm eine Anführerfähigkeit. Die erhöht den Funkenschaden um 75%. Erhöht den Angriff, Verteidigung und Erholung 50%, wenn die BB-Anzeige über 50% beträgt. Erhöht 2 Runden lang den kritischen Schaden um 150%, wenn der ausgeteilte Schaden 10.000 übersteigt. Dann die Extra-Fähigkeit ist, erhöht Angriff, Verteidigung und Erholung, wenn die BB-Anzeige voll ist, um 50%. Und erhöht den Funkenschaden von ihm um 50%. Sein BB ist dann eine 13er Dunkel- und Erd-Kombo gegen alle Feinde. Gibt außerdem einen Death-Ignore-Buff für 2 Runden und füllt die eigene BB-Anzeige um 25 kk auf. Der SBB ist eine Zweier-Kombo, Dunkel- und Erd-Element, gegen einen einzelnen Feind, also Single-Target. Und außerdem erhöhen aufeinanderfolgende Nutzungen den Schaden um jeweils 300%. Das Ganze ist maximal viermal stapelbar. Das heißt, er fügt sich hier, je nachdem wie oft man den SBB benutzt, immer wieder 300% zum Damage Modifier hinzu. Also maximal kann er dann einen Bonus von 1200% Damage Modifier haben. Je nachdem, was dann sein Grundmodifier ist, geht das dann natürlich da noch oben drauf. Außerdem erfüllt er seine eigene BB-Anzeige um 100%, ist also ein Infinite SBB und erhöht die Overdrive-Anzeige um 6%. Sein UBB wäre dann ebenfalls eine Zweier-Kombo, auch Dunkel- und Erdelement, allerdings gegen alle Feinde. Füllt 3 Runden lang die BB-Anzeige bei allen Verbündeten komplett auf und erhöht BB-Angriff um 500%. Ja, das ist quasi Erdmelina. Je nachdem, wie sein Grundmodifier ist, ist das ja ziemlich geil. Ich meine, mit den 1200%, da kann sein Grundmodifier auch 300% sein. Das würde mich überhaupt nicht stören. Ich würde ihn trotzdem benutzen, weil zum Single-Target-Nuken mit Infinite SBB, Overdrive-Fill und diesem krassen Damage-Modifier. Einfach geil. Und die zwei Hits sind auch genial, weil dann hast du eine Damage. Dann hat man eine Damage Distribution, also Austeilung von 50 zu 50. Wenn man das jetzt sparkt und am besten noch crittet und was er nicht gesehen noch Buffs drauf jagt, dann kann man da ziemlich krassen Schaden machen. Wir haben das ja bei Mordred schon gesehen, wie das so läuft, wenn das ein Hit ist. Das quasi in der Mitte geteilt und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, je nachdem, wie die Buffs verlaufen und wie der Schaden gerade gesetzt ist.
kann auf jeden Fall heftigst wumsen. Aber ja, das werden wir dann sehen, wenn er dann endgültig da ist. Zu ihm gibt es jetzt leider keine weiteren Informationen. Aber für die anderen beiden, für die wechseln wir jetzt rüber, habe ich hier schon mal aufgemacht, die Wiki-App. Und zwar haben wir da Jungfrau und Krebs noch. Fangen an mit Jungfrau. Hier haben wir erstmal wieder ihre Geschichte. Könnt ihr gerne durchlesen, wenn ihr wollt. Einfach anhalten. Ihre Animation und ihren Sprite. An sich eine klasse Angriffsanimation hier. Gut. Ja, sie ist, kann man ganz klar sagen, erstmal hier 3DC pro Hit, 10 Hits, macht 30 Drop-Checks, 48 Kosten, ist ziemlich groß. Ich weiß nicht, warum die ständig immer wieder Einheiten mit 48 Kosten machen. Das nervt ein bisschen. Vor allen Dingen, weil sie dann Dinge machen mit Kosten, mit Kostengrenze. Und dann hast du da Einheiten mit 48 Kosten. Ja, super, wozu hast du denn beschworen, wenn du sie nicht nutzen kannst? Schon nervig. Aber naja, gehen wir zu ihrem Leader-Skill. Der erhöht die Droprate und Effektivität von Herzkristallen. Erst die Droprate um 25% und die Effektivität um 75%. Also droppen mehr Herzkristalle, sind effektiver, wenn sie droppen. Verringert 2 Runden lang den erlittenen Schaden um 20%, aber erst dann, wenn der erlittene Schaden 5000 überstiegen hat. Das ist ja ziemlich geil, weil 5000 Schaden bekommt man eigentlich recht schnell rein. Vor allem gerade jetzt bei Trials wie Lucius oder so bekommst du ziemlich schnell 5000 in die Fresse. Und dann 20% Mitigation für 2 Runden zu bekommen, ziemlich geile Sache. Außerdem werden noch die HP bei allen Verbündeten erhöht um 40%. Ist natürlich dann umso geiler das Ganze. Ziemlich geiler Leader-Skill. So, Defensiv-Leader-Skill. Ersetzt jetzt nicht unbedingt Magena, weil Magena noch ihren BC und Hit hat. Aber ist durchaus eine sehr gute Alternative. Ihr Extra-Skill. Da steht jetzt nur da, schützt vor kritischen und elementarbasierten gegnerischen Schaden. Also sie ist quasi immun gegen kritischen Extraschaden und gegen elementarbasierten Extraschaden. Aber was hier nicht dasteht im Text, aber hier als Effekt trotzdem da ist, sie hat eine 25. Moment. Sie hat eine 20% Chance, 20 bis 25% des einkommenden Schadens zu heilen. Das steht da so nicht da. Vielleicht fügen sie das noch hinzu oder so. Das werden wir dann beim Rate-Up sehen. Im Moment steht es auf jeden Fall noch nicht beim Extra-Skill dabei. Ihr BB ist dann eine 12er-Kombo, Wasser- und Lichtelement gegen einen einzelnen Feind. Macht eine Heilung auf alle, halbiert eine Runde lang den erlittenen Schaden, also Mitigation, und erhöht 3 Runden lang die Verteidigung relativ zu LP. Das ist 10% HP werden quasi in Verteidigung umgewandelt. Das Ganze hat einen 500% Modifier. Und die Heilung ist hier 2260 bis 2560 HP plus 27% der Recovery. Das ist quasi genau dasselbe wie Elimos BB. Zumindest die Heilung und natürlich die Mitigation. Allerdings haben wir hier dann keine Statusentfernung. Und wir haben auch. Ja, keine Statusentfernung, genau. Aber dafür haben wir halt einen Angriff. Und mit einem 500% Modifier ist das jetzt gar nicht mal so schlecht. Das muss man dann sehen, wie sich das auswirkt. Hat natürlich dadurch, dass sie natürlich einen Angriff hat und eben nicht passiv ist wie Elimo, hat sie auch einen ganz anderes Einsatzgebiet als Elimo. Dann würde dann quasi die Rolle von Kranz übernehmen. Der SBB
Hat eine 18er Combo, ebenfalls Wasser- und Lichtelement. Hat ebenfalls Mitigation. Und heilt hier über einen Hot, also gibt quasi der Gruppe einen Hot. Das kann man super kombinieren mit dem BB dann. Der Hot ist 2000 bis 2500 HP und plus 11% der Recovery des jeweiligen, der den Hot hat. Der Damage Modifier ist hier 400%. Interessanterweise ändern sich die 400% auch nicht, ist dafür aber gegen alle Gegner. Ah, das ist ganz okay soweit. Und dann hat sie noch einen besonderen Effekt. Sie hat eine 10% Chance, ein Angel Idol einem Verbündeten hinzuzufügen. Oder beziehungsweise allen Verbündeten ein Angel Idol hinzuzufügen. Das ist ziemlich geil. Das Angel Idol heilt zwar nicht, aber es hat halt Chance, dass sie überleben, logischerweise. Wie das Ganze dann mit den 10% aussieht, wie sicher, zuverlässig das ist, das muss man dann sehen, aber ich denke mal, das wird ähnlich laufen wie bei Yuno Seto auf Global. Die hat 10% auf Wiederbelebung und die Wiederbelebung trippt quasi nie ein. Ist, ja. Wenn man wiederbeleben will, hat man hier aber sowieso noch was anderes, nämlich den UBB. Der hat keinen Angriff, heilt dafür die HP komplett für 3 Runden vom kompletten Trupp. Er hat 75% Mitigation für 3 Runden und hat eine 50% Chance, Einheiten wiederzubeleben. Das ist ziemlich geil. Also die Chance ist jetzt nicht die höchste, die es gibt, aber definitiv genial. Einheiten, die demnächst kommen, die so einen Effekt noch haben, sind Vermilion. Vermilion hat 33% Einheiten wiederzubeleben und die 7-Sterne-Form von Phoenix. Phoenix hat 66% Einheiten wiederzubeleben. Aber das dauert noch und bis dahin haben wir definitiv schon mal Jungfrau. Finde ich in ihrem Paket, gerade weil sie auch noch Mitigation im UBB hat, auch irgendwo die bessere Wahl, aber das ist natürlich jedem selbst überlassen. Außerdem entfernt und schützt es auch noch vor Statusbeschwerden für 3 Runden. Ja, geiles UBB. Da kann man definitiv nicht meckern. Wir gehen einfach mal über zu Krebs. Oh, hier haben wir 17 Hits, 2 Dropchecks. Da sind wir bei 34 Dropchecks gesamt, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, 45 Kosten. Die Geschichte könnt ihr euch hier gerne wieder durchlesen. Und die Animation hätten wir dann diese hier. Schießt da ein bisschen rum und dann klappt das so runter. Schon an sich eine geile Animation. Und auch hier, wenn sie da steht, das sieht irgendwie, haben sie schon gut gemacht. Naja, gehen wir mal zu ihren Fähigkeiten. Und zwar ihr Leader Skill wäre 35% auf alle Werte, wenn 5 Elemente vorhanden sind. Erhöht den Angriff um 100%, wenn die HP voll sind. Und reduziert BB-Kosten um 20%. Das ist zwar nett. Oh, das steht sogar diesmal direkt BB-Kosten da. Das ist doch mal was. Da haben sie es sinnvoll erklärt und Zeichen gespart. Was war es sonst immer? Verringert den BB-Wert, der für BB nötig ist oder so ein Quatsch. Ja, da hast du dann hier so eine übelste Liste und keiner weiß am Ende, was gemacht wird. Naja, egal. Ja, für Arena, super geiler Leader-Skill. Muss man halt natürlich wieder einen Regenbogen bauen. Aber so für normal würde ich sie jetzt nicht unbedingt als Leader sehen. Der Angriff, wenn HP voll sind, erhöhen, ist super. Muss man allerdings auch dann immer volle HP haben, bevor man angreift. Ja, das macht sich halt relativ schlecht im Trial, wenn man gerade vom Gegner angegriffen wurde. Also man hat jetzt einen Heiler wie Illimo dabei, die setzt man dann einfach als erstes ein und gut ist. Kann man also nehmen, aber es gibt definitiv Besseres. So, ihr Extra-Skill fügt den Angriff 3 Runden lang Dunkel-Element
hinzu für BB und SBB und kritische Trefferquote um 60% für BB, SBB und UBB. Allerdings nur, wenn das Duellfragment angelegt ist. Und kritische Treffer erhöhen die BB-Anzeige um 3 kk bei ihr selbst. Das ist sowieso alles für sie selbst, ist ja ein Extra-Skill. Also das ist quasi zu ihren Effekten zusätzlich dann noch das dunkle Element und 60% kritische Trefferquote. Geile Sache. Dann gehen wir auch direkt mal zu ihren Fähigkeiten. Hier haben wir eine 18er Combo, Feuer- und Wasser-Combo gegen alle Feinde und erhöht 3 Runden lang Angriff aller Verbündeten. Und hier dazu jetzt dann natürlich noch die 60% Crit-Chance und das dunkle Element, was ihr ja dann auch im BB noch allen Met gibt. Ja, ist halt gut. 120% Angriff, da kann man definitiv nicht meckern. Aber so an sich, ist ziemlich langweiliges BB. Mit 300% Modifier jetzt auch nicht so pralle. Aber das ist ja auch nicht ihr Selling Point. Das hier ist ihr Selling Point. Ihr SBB. Das ist eine 24er Feuer- und Wasser-Kombo gegen alle Feinde. Erhöht 3 Runden lang den Angriff aller Verbündeten um 140% und erhöht 3 Runden lang die BB an den. Ne, 3 Runden lang BB-Angriff, das ist gar kein Artikel. Um 230%. Fügt 3 Runden lang Angriffen Feuer- und Wasserelemente hinzu. Dazu kommt dann jetzt natürlich noch das Dunkelelement und auch noch die 60% kritische Trefferrate. Die haben wir ja im Extra-Skill. Also hat sie hier quasi 3 Elemente, die sie hinzufügt. Die kritische Trefferquote, den BB-Angriff und die 140% Attack. Ja, das ist ziemlich geile offensive Mischung. Da kann man definitiv nichts dagegen sagen. Das ist richtig genial. Das Ganze hat einen Damage Modifier von 540%. Ist jetzt Standard quasi. Und ja, da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Die macht hier 230% BB und SBB Damage Modifier, beziehungsweise BB natürlich auch, fügt sie halt allen hinzu. Geile Sache, 140% Attack, das sind quasi dann nochmal 140% Damage Modifier. Ja, was will man mehr? Kann man quasi für alle Taktiken als Offensivbuffer immer gebrauchen. Als Subunit absolut top. Ihr UBB kommt ja sogar auch noch dran. Ist eine 30er Feuer- und Wasser-Kombo gegen alle Feinde. Erhöht 3 Runden lang den BB-Angriff um 300%. Erhöht 3 Runden lang kritischen Schaden um 300%. Erhöht 3 Runden lang den Angriff bei allen Verbündeten um 250%. Und erhöht ebenfalls noch die 60% kritische Trefferrate. Das stand ja extra bei der kritischen Trefferrate dabei, dass es eben auch im UBB ist. Das Ganze hat hier ein 1200% Damage Modifier. Also Standard relativ. Ja, der UBB an sich ist recht gut, definitiv. Vor allem der Crit-Schaden, Angriff dazu und der BB-Angriff, das ist halt eine ziemlich gute Mischung für Frontier Hunter zum Beispiel. Wenn du allerdings Crit-immune Gegner hast in Trials oder bei Raids, dann bringt dir das nicht sonderlich viel. Dann gut, du hast dann immer noch BB-Angriff und den Attack. Ja, aber da gibt es dann mit Sicherheit auch bessere, nutzbarere. Aber der SBB, dafür ist sie definitiv richtig, richtig, richtig genial und kann lange genutzt werden. Ja, sonderlich viel mehr gibt es dafür jetzt auch nicht zu sagen. Gehen wir hier ins Spiel zurück, dann haben wir auch wieder Musik. Ja. Machen wir noch Arena. Da will jemand was im Line. So, was mir gerade noch einfällt. Wenn ihr Langeweile habt, könnt ihr mal ein bisschen Feedback da lassen, wie ihr das am liebsten habt, quasi, oder
ob euch das besser gefällt, wenn die anderen Leute mit dabei sind bei den Einheitenvorstellungen oder wenn ich das alleine mache. Ja, und so weiter. Quasi Verbesserungsvorschläge, was euch halt so einfällt. Ansonsten würde ich sagen, hätten wir für die Folge eigentlich alles. Und wir sehen uns dann spätestens am Freitag für die Summons und natürlich für Super Honor Summons. Ja, dann macht's erstmal gut und viel Spaß.